Ein Tag nach der 1:2 Testspielniederlage gegen den Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger stand heute das große Comeback der Länderspielfahrer an, die zum ersten Mal auf dem Rasen hier im Deutsche Bank Park trainiert haben. Die anderen, die gestern schon geschuftet haben, die waren heute im Gym. Sehr, sehr positiv zu sehen ist nämlich das Comeback von Ansgar Knauf. Der durfte zumindest die Teile, die ohne großen Körperkontakt vonstatten gingen, die durfte er mitmachen. Ja, die Schulter bzw. das Schlüsselbein war ja gebrochen, deshalb also ist man da noch vorsichtig. Es wird auch noch ein bisschen dauern, ist noch im Aufbau, aber zumindest die Teile, die ohne Körperkontakt, die kann er schon mitmachen. Auch positiv, Mario Götze war zum ersten Mal wieder auf dem Rasen nach Krankheit. Er trainierte individuell. Das Training unseres Coach Dino Topmöller für die Nationalspieler heute etwas lockerer zum Reinkommen natürlich. Erst zum Warm-up mit Ball, dann gab es zwei verschiedene Spielformen mit Ball halten und ins andere Feld transportieren. Und dann zum Abschluss noch ein 4 gegen 4 plus 1, also ein neutraler Spieler auf zwei Tore, dass die Jungs dann auch noch ein bisschen bolzen konnten. Das war's für den heutigen Tag. Morgen geht's dann wieder mit dem gesamten Kader zum ersten Mal, denke ich mal, intensiver zur Sache. Nach dem Training hat meine Kollegin Alina Friedrich noch unseren Flügelstürmer Jesper Lindström am Mikro gehabt und hat ihn natürlich zum Sommer, aber auch zu den Erwartungen an die Vorbereitung gefragt. How was your vacation? Are you energized? Yeah, it was top. Short, but it was good. For me 3 weeks is okay. Then I relax and get more hungry and now I'm back, so it's good. 3 days in, how were your first days at Eintracht? No, it was top. Like always, it's always nice to be here. A lot of new players, new coaches, new physio, everything is new, but I love it here and I like it here, so yeah, it's good. Nice to be back. The first test match for you maybe is on Saturday in Fulda. What are you mostly looking forward also during this preparation time? No, to play football. Now it's my first day on the pitch and yeah, it looked good with the players. We were not so many, but I'm looking forward to play a game again. It's been some time now also with the national team and everything, but looking forward and I'm happy that it's already in some days, so yeah, looking forward. And then also trainings camp, what do you expect? Hard work, but a lot of training also because we have to get fit for the season, but also tactically. A lot of new players, like I said, so yeah, we have to train hard, we have to train a lot and we have to be ready to the season.